Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video, beziehungsweise vielleicht sogar zu einer kleinen Serie. Denn wie ihr vielleicht wisst, bin ich momentan auf Gran Canaria, beziehungsweise war, wenn ihr dieses Video gesehen habt, im Urlaub. Und ich habe mir hier doch nochmal ein kleines Motorrad gebraucht. Eine kleine Maschine 250er, mehr braucht man hier wirklich eigentlich nicht. Und um hier so ein bisschen herumher zu fahren und so ein bisschen Brötchen zu holen und andere Sachen zu machen, ist die eigentlich ganz witzig. Und ja, ich dachte, ich nehme euch so ein bisschen mit. Natürlich auch Helm und Motorradkleidung hier noch holen müssen, aber das war relativ günstig. Den Helm hier habe ich zum Beispiel im Ausverkauf für 25 Euro bekommen. Er ist jetzt nicht der wunderschönste, ja, und es ist irgendwie so ein Trial-Helm, aber dafür kann ich jetzt hier unten drunter die Kamera anbringen, hier unten drunter, und dann seht ihr immer genau das, was ich sehe. Also nicht so wie bei den anderen Motorrad-Vlogs, dass ich die Kamera irgendwie hier habe, sondern ich bringe die jetzt hier unten an dem Helm an, so ein bisschen. Ich glaube, das passt auch ganz gut zu diesem Motorrad. Das ganze Ding ist natürlich etwas wendiger, aber das werde ich gleich noch ein bisschen erklären, wenn ich dann unterwegs bin mit euch. Insofern, ja, warum eigentlich nicht einfach mal los? So, das ist auch ganz gut, dass ich jetzt endlich mal losgefahren bin, weil allmählich ist es auch mir wieder echt warm geworden, vor allem in der Motorradkleidung. Die letzten Tage hier war es sowieso so dermaßen warm. Dass man schon gar nicht mehr sich aufs Motorrad setzen konnte. Gerade wenn das Motorrad irgendwie in der Sonne gestanden hat, dann no chance. Der heiße Sitz, schwarz, schön aufgebrannt. Da hat man erstmal Rührei bzw. Spiegelei gehabt, wenn man sich drauf gesetzt hat. Aber jetzt geht es einigermaßen. Heute Morgen bis ungefähr mittags war es eigentlich hier ziemlich bewölkt. Und jetzt hat es dann mal aufgerissen. Und dachte ich mir, jetzt ist genau die richtige Zeit, um mal so ein bisschen hier entlang zu fahren. Wie ihr seht, A ist mein Motorrad nicht besonders schnell, B bin ich auch nicht besonders schnell, ich bin ja kein besonders schneller Fahrer, und C darf man hier auch gar nicht so schnell fahren. Selbst auf den großen Straßen ist man eigentlich relativ, von der Geschwindigkeit her, relativ dezent unterwegs. Also 40, 60, manchmal 80, und an den wirklich, wirklich großen Straßen, die ich eigentlich sehr ungern fahre, weil die teilweise dann diese Hauptschlagadern, die dann durch ganz Gran Canaria sich ziehen, meistens an der Küste entlang, aber eben an beiden Seiten, im Norden und im Süden, die sind dann manchmal irgendwie so 3, 4, 5 spurig, und dort kann man dann auch mal irgendwie, weiß nicht, 120 oder sowas fahren. Aber normalerweise, so wie ihr jetzt hier das seht, wenn man hier so in den Dörfern unterwegs ist, dann steht eigentlich hier immer auf der Straße auch überall 40, 60. Und dafür, wie gesagt, langt so eine 250er, wie ich sie jetzt habe, eigentlich total. Und die macht auch extrem viel Spaß, muss ich sagen. Das ist, im Vergleich zu dem Motorrad, was ich jetzt in Köln habe, ist das hier halt eine sehr kleine, wendige Maschine, die jetzt nicht so wahnsinnig viel Kraft hat, muss man sagen. Also die ist eher so wie so eine 125er, muss man sich fast vorstellen. Hat aber eben 250 Kubik. Damit ist der Motor ein bisschen haltbarer, und ja, also ich, wie gesagt, ich will damit ja eher so ein bisschen rumgurken, cruisen. Und ich wollte dann auch mal so ein anderes Motorrad haben. Ich habe ja so ein Classic Bike, die Moto Guzzi V7, zu Hause in Köln. Und ich dachte mir, hier nehme ich mir mal so eine, ja, entweder so eine Enduro oder so ein Supermoto. Und jetzt ist es halt diese Supermoto geworden, weil die irgendwie relativ günstig und fast neu zu kriegen war. Also die hat, als ich sie gekauft habe, 300 Kilometer drauf gehabt. Und das ist natürlich echt angenehm. Da habe ich echt ein kleines Schnäppchen geschlagen. Jetzt mal gucken, wie dieser Lifan-Motor ist. An sich heißt es, dass der, ich habe so ein bisschen gelesen im Internet, der ist wohl hier ein bisschen verbreiteter. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist. Aber es ist halt ein China-Motor, das muss man ganz klar sagen. Allerdings ist Lifan jetzt auch nicht eine Marke, die erst seit gestern auf dem Markt ist.
Und das Ganze wird also von Sumco vertrieben. Das heißt also, hier läuft ein Liefernmotor drin und es gibt für dieses Motorrad von Liefern auch eine Bezeichnung, aber verkauft wird das unter Sumco. Eine Sumco Kira 250. Und jetzt guckt euch mal bitte diese wunderschöne Aussicht an. Ist das nicht grandios? Ich liebe dieses Tal. Und irgendwo dort, ich sehe es jetzt gerade gar nicht selbst, ist mein kleines Domizil auch. Aber das sehe ich jetzt gerade nicht. Egal. Eigentlich bin ich ja in den Ferien. Und in den Ferien wollte ich eigentlich überhaupt nichts aufnehmen. Und mich eher so ein bisschen zurücklehnen und überlegen, wie soll es jetzt mit mir weitergehen und mit YouTube weitergehen. Dazu will ich jetzt auch gar nicht viel dazu sagen. Sondern ich guck mal einfach, ob ich hier raus eine kleine Serie machen kann. So eine kleine spanische Feierabendserie. Und wir gucken hier so ein bisschen durch die Gegend. Ich muss hin und wieder mal was erledigen, dann nehme ich euch mit. Oder ich fahre einfach so ein bisschen rum und genieße die Aussicht. Denn das kann man hier wirklich. Ich glaube, ich fahre mal heute nach San Mateo. Ach so, ja. Und wundert euch nicht über das Fehlen meiner Handschuhe. Ich habe welche gekauft extra, aber ich glaube nach 2 Tagen habe ich schon den ersten verlegt gehabt und ich weiß gerade nicht, wo der ist, also den einen von den beiden Handschuhen. Und ich habe sogar den anderen noch dabei, weil ich dachte, eventuell habe ich den irgendwie neben dem Motorrad fallen gelassen aus Versehen und finde ihn da wieder, aber dem war leider nicht so. Deshalb, ich habe jetzt momentan nur einen Handschuh und das sah irgendwie merkwürdig aus. Ich meine, den könnte ich natürlich anziehen, aber egal. Ich habe ihn eben nicht an. Nehmt mir das nicht übel. So, hier sind wir in Santa Brígida. Hier ist ein kleiner Markt, der jetzt aber gerade zu ist. Wir haben heute Montag übrigens. Santa Brígida ist so die Ortschaft, die hier am nächsten dran ist, wo ich mein Domizil habe. Und wir bewegen uns jetzt von Santa Brígida so ein bisschen ins Landesinnere. Und unser nächster Ziel wäre eigentlich San Mateo, so heißt das Ding hier. Ihr seht schon hier an den Straßenrändern gibt es immer mal wieder Motorräder. Motorräder sind hier gar nicht so selten. Das ist natürlich auch eine Insel, wo sich das irgendwie so ein bisschen anbietet. Das ist ein günstiges Verkehrsmittel. Aber man muss hier schon so ein bisschen sich auskennen. Ich sage mal mit den Straßen und so weiter. Ihr seht, ich fahre jetzt wirklich auch vorsichtig, weil ich diese Straßen hier natürlich nicht wirklich wahnsinnig gut kenne. Und Kurven sind hier halt wirklich ohne Ende. Also, hier, dass hier mal eine Straße irgendwie geradeaus führt, das ist fast nicht vorhanden. Aber es ist auch völlig okay. Da sind schon wieder zwei. Ach so, ja, und aufgrund dieser, ich sage jetzt mal, häufig auftretenden Motorradfahrer, wird eigentlich auch kaum gegrüßt. Witzigerweise erkennt man immer die Motorradfahrer, die nicht von hier sind, daran, dass sie einen grüßen. So wie ich es einer bin. Ich grüße dann auch irgendwie, aber die Einheimischen grüßen eigentlich nicht. So, hier. So, heute ist auch ein bisschen windiger. Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Denn ich habe ja diesen offenen Helm. Und keinen geschlossenen Helm. Allerdings ist das Mikrofon sehr nah dran und ich muss mich immer zügeln, dass ich nicht irgendwie reinschreie, weil dann zerrt es nämlich an. Ja, aber diese Serie hier, die werde ich jetzt auch einfach so aufnehmen. Ich werde es einfach ohne Punkt und Komma quasseln. Und nachher schneide ich das dann zusammen. Das, was ich interessant fand, hier sind wir übrigens Portada Verde. So heißt das Ding hier. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon wieder geschrien. Ich schneide das einfach alles so ein bisschen zusammen und werde daraus dann wahrscheinlich ohne extra Anmoderation dann einzelne Folgen machen. Deshalb kommt jetzt hier also so eine riesen Intro-Folge, wo ich alles erkläre, was jetzt passieren wird in den nächsten. Ich muss hier nochmal ein bisschen runterschalten. Der vierte ist hier doch etwas zu hoch. So. Portada Verde. Sind wir schon wieder raus. Hier schlängelt sich ein Dorf an das andere und das hier ist sozusagen eine der Straßen, die dann nach oben führen.
Und zwar ist das Ende oftmals Cruz de Tejeda, heißt das Ganze, das Kreuz von Tejeda. Und dieses Kreuz von Tejeda ist im Endeffekt nichts anderes als fast das Zentrum der Insel eigentlich. Hochgelegen, dort gibt es dann ein Parador, wie man hier die Luxushotels nennt, und einige Restaurants und so weiter. Man kann Aussicht genießen und etwas Kulinarisches kennenlernen, was Gran Canaria ist. Hier war auch gerade schon das eine Schild. Wir sind also richtig hier in Richtung San Mateo.